Die 777-Flotte, sie wächst bei der Lufthansa Cargo und da braucht man natürlich auch ein Team oder jemanden, der sowas managen kann. Zum Beispiel Lutz Hitzig, Flottenmanager bei der 777 hier bei Lufthansa Cargo. Schönen guten Tag erstmal, Herr Hitzig. Ich habe es gesagt, Flottenmanager. Das klingt natürlich erstmal nach einer sehr herausfordernden Aufgabe, aber wenn ich ehrlich bin, so richtig im Detail kann ich mir da gar nichts drunter vorstellen. Was macht man denn als Flottenmanager? Ja, ich bin Mitarbeiter eines Teams, der Flugzeuginstandhaltung oder besser gesagt der Continuous Awareness, also Lufttüchtigkeitsverantwortung. Wir in einem kleinen Team, wir schauen auf die Lufttüchtigkeit der Flugzeuge und die Instandhaltung. Die Instandhaltung, das betrifft ja letzten Endes eigentlich alles, wenn ich das richtig verstehe, vom Lack bis zum Innenraum, oder? Ja, korrekt. Sie haben das richtige Stichwort aufgenommen. Die Instandhaltung, das tagtägliche Doing, also wir beauftragen die Wartung anhand eines Wartungsprogramms, das wir erstellen. Wir kontrollieren, also wir arbeiten das zurück, ist die Wartung vollständig und umfänglich durchgeführt worden, hat sie ihre Wirkung gezeigt, ist das Flugzeug zuverlässig, muss man irgendwo nachbessern und letztendlich ist das ein tagtäglich wiederkehrender Prozess der Routine. Routine, jetzt nehmen wir mal eine Kleinigkeit raus, zum Beispiel den Lack als Beispiel, da sind Sie auch routiniert, was muss man denn da beachten, wenn man jetzt nur dieses kleine Detail mal nimmt? Ja, Lack ist ein Teil des Flugzeugsystems, so wie ein Triebwerk oder auch das Fahrwerk als solches. Beim Lack einfach nur darauf achten, also dass der geschlossen ist, also dass da keine Korrosionsstellen entstehen können. Und wenn dem ist, dann muss es ausgebessert werden. Wenn er dann irgendwann mal abgenutzt ist durch Erosion oder eben Alterung, nach 6, 8 Jahren, dann muss eine entsprechende Neulackierung geplant werden. Wie viel muss man da ungefähr einplanen? Wie viel Lack für so eine Maschine? Ja, das kommt darauf an, wie gut die Lackierer arbeiten. Wird heute immer noch händisch gemacht. Das ist zwischen 600 und 800 Kilo, habe ich mir mal sagen lassen. Wie gesagt, uns kommt es darauf an, dass das dann geschlossen ist. Das Lacksystem als solches ist in mehreren Schichten aufzubringen. Da fehlen mir dann die Detailkenntnisse, aber wie gesagt, so um die 800 sollen wir drauf kommen. Jetzt haben wir ja 777 geordert und nicht mehr die MD-11, vor der wir hier gerade stehen, mit dem Triebwerk. Was ist denn so der Hauptunterschied? Wo weiß man, was man hat an der 777? Ja, die 777 ist das modernere Flugzeug. Die MD-11 ist einfach vom Designzustand her 10, 15 Jahre älter. Sie gibt es auch leider nicht mehr. Leider mit einem lachenden, weinenden Auge. Sie ist sehr anspruchsvoll geworden in der Wartung, weil sie eben gealtert ist. Und das ist bei der 777 ein neueres Flugzeug, wesentlich weniger Instandhaltung, wesentlich moderner, ausgereifter. Zum Nachteil der Mechanik, wir haben daran weniger zu tun, zum Vorteil des Operators. Flugzeug braucht weniger Wartung, ist praktisch da insofern günstiger und kann auch dann entsprechend mehr fliegen. Was ist denn jetzt für Sie als Flottenmanager, wenn wir neue 777s bekommen, so die größte Herausforderung? Ja, die größte Herausforderung ist im Grunde genommen jetzt die Interessen der vielen Beteiligten auch zu erfüllen. Es gibt großes Interesse, was kommt nun, so wie Sie jetzt fragen. Und neben der eigentlichen technischen Abnahme, die wir doch schon das ein oder andere Mal gemacht haben, sind viele Fragen zu beantworten, den Neugierigen. Und das ist als Techniker für mich nicht das tägliche Doing und deswegen die Herausforderung. Dann haben Sie die hier erstmal hinter sich. Vielen Dank, Lutz Hitzig, Flottenmanager der 777 bei Lufthansa Cargo. Vielen Dank.